Duschparty angesagt. Das riecht ranzig, weil man kriegt das alles wieder ab. Deswegen habe ich jetzt mein Shirt ausgezogen, dass es nicht komplett nass wird. Nicht so richtig, da gehe ich dann doch lieber unter die richtige Dusche. Aber ich würde sagen, ja, Reinigung ist fertig soweit. Ich muss ganz alles jetzt trocknen, dann können wir ja anfangen mit dem Verschleifen von den Spachtelstellen und ja, genau, so machen wir jetzt weiter. So, abgekehrt ist jetzt, schon ein bisschen getrocknet jetzt. Ich sag mal so, der ist halt nicht perfekt sauber geworden hier, das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Das, was man jetzt hier noch so braun sieht, das ist eigentlich mehr oder minder der Unterbodenschutz. Das ist gar nicht unbedingt Dreck. Wenn man das abkratzt hier, zack, kratzt man den kompletten Unterbodenschutz ab. Ja, der Unterbodenschutz ist nicht mehr ideal. Wir werden den auf jeden Fall auch hier und da ein bisschen nachbessern müssen. Hier hat dann mehr oder minder ein Rostloch, aber pff, ja, das ist eigentlich, naja, nicht so weiter wild. Okay, der ist schon, oh. Ja, okay, also er ist schon ein bisschen durch hier. Mal gucken. Entweder schweißen wir da was ein oder ja, klatschen wir es mit irgendwas zu. Sonst sieht er eigentlich noch ganz gut aus. Ich sehe jetzt eigentlich bis auf die eine Stelle, die ja eh bekannt ist, keine weiteren Problemstellen hier. Das ist eigentlich jetzt wirklich nur ja, hier der Bereich, wo er halt durch ist, was wir eben schon gesehen haben. Ja, es ist aber nicht so weiter schlimm. Dafür haben wir uns das Blech besorgt. Motor ist relativ, ja, also hier was alles bis unten ist, nicht so super, aber ich denke mal auf jeden Fall deutlich besser, als es vorher aussah. Auch hier ein bisschen was abgegangen von dem ganzen Schmand. Lichtmaschine, ja, ist halbwegs okay geworden. Da, wo ich halt rangekommen bin, ist jetzt relativ sauber. Das Ganze muss halt jetzt noch ordentlich abtropfen und trocknen. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt eben diese ganzen Schweißarbeiten und sowas anfangen, kümmern wir uns jetzt weiter noch um die Spachtelstellen. Könnt ihr jetzt ein bisschen verschleifen, das Tankzeug und alles trocknet gerade. Ja, das werde ich dann auch erst morgen oder so einbauen. Vorher brauche ich eigentlich erst einbauen, wenn ich hier mit dem Lackieren und so das alles gemacht habe. Sprich, wir machen jetzt einfach damit weiter. Dafür fahren wir uns mal wieder runter und fangen dann einfach mal an, hier unsere Spachtelstellen zu verschleifen. Ja, von außen habe ich ihn auch gleich mal noch abgekerchert mit und sieht eigentlich relativ sauber aus jetzt. Glänzen tut er halt nichts bei dem Lack. Da muss ich halt mal gucken, ob man das, ja, der neue Lack wird sicherlich dann glänzen und da werde ich dann mit der Poliermaschine versuchen, den alten Lack soweit aufzupolieren, dass der auch so glänzt wie der neue Lack. Werden wir sehen, ob es klappt. Wenn nicht, dann müssen wir halt, ja, zur Not dann alles neu lackieren. Denke ich aber eigentlich nicht, also es sollte klappen. Ich hoffe einfach bloß, dass der Farbton eben ordentlich stimmt. Ist ein bisschen schwierig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so, ja, Original-Farbton ist hier. Originallack weiß ich nicht genau. Sieht schon so aus wie Originallack eigentlich. Aber der wurde auf jeden Fall auch an manchen Stellen schon nachlackiert. Unterboden wurde halt schon an vielen Stellen mal geschweißt hier. Also wie man hier sieht, wurde beim Schweller schon mal ein neues Blech reingesetzt. Sieht aber an sich jetzt nicht schlecht aus. Also ja, ist nie. Ist auch nicht weiter schlimm. Ja, vorne beim Kotflügel wurde, glaube ich, schon mal hier an der Stelle ein bisschen rumgeschweißt, weiß ich nicht genau. Sieht auf jeden Fall für mich nicht ganz so original aus. Ja. Und ansonsten war noch bei der Tür dort irgendwo so eine Stelle, wo schon mal jemand ein Blech reingesetzt hat. Hier sieht aber auch so komisch aus, vielleicht ist es auch original hier. Das weiß ich jetzt nicht genau. Genau, Schwelle auf der Seite hier wurde, glaube ich, noch nichts gemacht.
Nee, sieht eigentlich alles noch relativ gut aus. Und ja, viel mehr ist auch nie. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Verschleifen von den Spachtelstellen und los geht's. Das Blech ist jetzt soweit hier auch verschliffen. Muss natürlich noch gereinigt werden, bevor wir es lackieren. Aber ansonsten wäre das ist eigentlich soweit lackierbereit. Ich kann da mal kurz gucken hier. Also unser 2K-Lack braucht noch. Der ist zwar jetzt zumindest so trocken, dass nicht mehr direkt Staub dran kleben bleibt, aber ist noch trotzdem komplett weich. Es dauert halt 24 Stunden, bis der wirklich trocken ist. Und ja. Hier vorne, das ist eigentlich echt schön geworden. Wenn man jetzt hier drüber fährt, merkt man eigentlich nichts mehr. Naja, ich sag mal minimal vielleicht, aber ganz ehrlich, sollte uns reichen. Hier habe ich jetzt nochmal ein bisschen nachgespachtelt und vor allem auch hier an der Stelle, wo der Deckel drauf war. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde die Motorhaube so lassen. Also hier nicht irgendwie eine andere dran bauen. Das war ja eigentlich erst der Plan. Aber das hat eigentlich so gut geklappt hier mit dem Spachteln. Und sieht es auch eigentlich von unten. Relativ akzeptabel, man sieht es halt natürlich hier, dass hier so ein Blech dran gemacht wurde schon mal. Aber Alter, mein Gott, also von außen sieht man es halt gar nicht und hier von innen, da muss schon jemand sehr mäklich sein. Und ja, wenn ich den verkaufen sollte, dann gebe ich einfach eine neue dazu. Und dann können sie da auch selber gucken, was sie damit machen. Aber ich finde es eigentlich schade jetzt drum, die hier wegzuhauen. Deswegen, ich habe es ja eigentlich echt gut hinbekommen. Genau, ansonsten. Also was wir auf jeden Fall lackieren werden, den Kotflügel, die Motorhaube, vorne das Teil. Hier müssen wir mal gucken, das werden wir vermutlich einfach abschrauben, genauso wie die Scheinwerfer alles. Eventuell mache ich auch gleich das hier mit, wenn wir hier immer dabei sind. Also ich muss halt dann hier einfach alles wegbauen, was nicht hier sein soll. Muss halt dann vorne abkleben, eigentlich ab dem Bereich hier, irgendwie mit Pappe. Und hier abkleben, dass ich den Kotflügel nicht mit lackiere, das will ich nämlich nicht. Also die Kotflügel, die Tür. Genau. So, dass es dann quasi letztendlich einheitlich aussieht und wir nicht irgendwie so ein, ja, man wird auf jeden Fall einen Unterschied sehen, da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, aber ich sag mal, wir versuchen den halt so gering wie möglich zu halten und wenn der Unterschied hier auf der Kante ist und nicht irgendwie auf dem ja, Ding selber, geht es dann eigentlich. Wenn ich noch Lack übrig habe, überlege ich mir, ob ich die Tür auch noch mache, weil die Türen jetzt, sag ich mal, nicht mehr perfekt sind. Hier hat man mal eine Macke, hier hat man eine Macke, aber mein Gott, das ist ein altes Auto und man muss auch nicht übertreiben. Ist ja keine Restauration, es ist bloß eine Instandsetzung, wieder Hübschmachung, mehr oder minder und ja, genau. Dann können wir jetzt eigentlich mal anfangen, hier vorne alles abzubasteln. Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Blinker, Stoßstange im Idealfall auch, ja. Und genau, die Spachtel muss halt hier noch trocknen und dann verschleifen wir das nochmal. Und wenn das alles soweit ist, dann können wir eigentlich lackieren, müssen natürlich hier alles abkleben, aber ja. Thank you.
So, wie ihr jetzt in Timelapse gerade gesehen habt, habe ich jetzt die Bremsen soweit hinten fertig gemacht. Prinzipiell einfach nur die Bremszylinder getauscht. War ein bisschen Gemähre, aber hat am Ende dann doch ganz gut geklappt noch. Ich habe mich dann ständig gewundert, irgendwie, warum ich die Bremse nicht richtig zusammenbekomme und warum das alles hier so gefühlt dachte ich erst, dass der Bremszylinder die Kolben zu breit sind und deswegen die Backen zu weit auseinander sind. Und dann ist mir eingefallen, dass die Handbremse auch noch da ist. Und was habe ich dann gemacht? Hier unten diesen Handbremszug einmal komplett aufs Lockerste gelöst. Ja, und das müsst ihr eben auch machen, wenn ihr diese Bremsen hinten macht, weil sonst kriegt ihr die nicht ordentlich zusammen. Am Ende noch ganz normal die Mutter festgezogen. Das mache ich einfach nur mit dem Schlagschrauber. Man muss es echt nicht übertreiben, weil sonst hat man später einfach nur übelstes Problem, das wieder lose zu bekommen. Ich habe jetzt aber mit meinem Akkuschlagschrauber einfach volle Bulle drauf, bis es nichts mehr passiert ist. Und das sind so in etwa 300 Newtonmeter Angabe von Metabo. Ja, mehr auf jeden Fall nicht. Es bringt nichts. Da macht euch nur Probleme später. Wichtig ist dann, dass ihr das Sicherungsblech richtig einbaut. Also ich mache es immer so, ich klopfe es mir vorher platt. Dann stecke ich das hier rein, biege mir das hier drüber, setze die Mutter drauf, mache die fest. Und dann gehe ich mit dem Schraubenzieher drunter und klopfe das einfach ordentlich dran. Dann ist das soweit gesichert und da kann eigentlich dann nichts mehr passieren. Die Mutter kann sich nicht lösen. Und am Ende kann man mal gucken, ob es noch alles freigängig läuft. Also der hier hat so ein bisschen so, naja, eine Unrundigkeit vermutlich. Ich sehe auch gerade, dass hier so ein bisschen komisch aussieht. Naja. Aber das ist nicht so weiter schlimm, solange man das mit einem im Finger hier drehen kann. Alles, was jetzt hier noch so ein bisschen schleift, das schleift sich ja noch mit der Zeit weg. Und dann ist es freigängig. Genau. Vorne war man ja soweit auch fertig. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es schon festgemacht habe. Ich glaube. Ziehe ich auf jeden Fall mal nach. Und ja, dann muss es jetzt eigentlich nur noch entlüftet werden, das Bremssystem. Und dann wären wir damit fertig. So. Ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit alles mal vorbereitet, alles entfettet. Noch ein bisschen ja alles angeschliffen, ja, hier ein paar Kratzer verschliffen. Hier vorne ein bisschen mit Rostumwandler behandelt, dass das ja nicht wieder anfängt zu rosten danach. Und ja, also man könnte sich jetzt noch mehr Arbeit machen, hier noch jeden einzelnen kleinen Platzer perfekt ja, wegschleifen. Liegt aber jetzt irgendwie auch nicht in meinem Interesse, jetzt hier noch so viel Zeit reinzustecken. Also ich sag mal, das sind wirklich jetzt noch so Mini-Kleinheiten, die man machen könnte, wenn man es hundertprozentig perfekt haben will. Aber da eigentlich eh nicht geplant ist, das komplette Auto zu lackieren. Wenn ich das komplette Auto lackieren würde, dann würde ich es vermutlich auch machen. Aber wir werden vermutlich hier die Türen und alles, was hinten ist, nicht unbedingt lackieren. Das ist einfach nur aufpolieren, ein bisschen versuchen, wieder schön zu machen. Und da juckt das auch nicht, wenn vorne noch wie so eine kleine Unebenheit ist oder irgendwas. Genau. Es wird eh nicht perfekt werden, das Auto. Man sieht ja auch hier, da haben wir schon hier und da ein paar kleine Roststellen. Es ist natürlich nicht alles perfekt hier am Ende. Zum Beispiel hier auch. Das wäre ich halt einfach, also das kriegt man halt nicht perfekt hin. Und hier sieht man immer die Schweißnaht. Das ist einfach so beim Trabi. Sprich, ich werde einfach nur an den Stellen, wo es halt so ist, hier ein bisschen mit einem Pinsel oder so, das dann noch ausbessern. Hier auch. So Kleinigkeiten. Hier in der. Ah, das war jetzt natürlich nicht so schlau, die Tür aufzumachen. Aber hier sieht man auch ein bisschen, dass es da. Ja, da wurde auch schon mal rumgemerrt irgendwie. Also perfekt ist das Ding eh nicht und deswegen brauchen wir uns auch nicht ewig mit solchen Sachen aufhalten. Hier hinten liegt jetzt noch der Kühlergrill vorne. Den spritzen wir jetzt auch gleich noch mit und genau. Ich fange jetzt aber an, den Lack anzumischen und dann machen wir uns ein kleines Spritzbild. Gucken wir mal, ob das so ganz gut klappt mit der Sprühpistole hier. Und dann versuchen wir einfach mal hier mit dem Grundflügel zum Beispiel anzufangen. We'll be right back.
absolute Katastrophe. Ich bin ja gerade fertig mit Lackieren und es schifft einfach. Es schifft. Es wurde nichts gemeldet. Ich habe vorhin jetzt noch auf den Wetterbericht geguckt, vor 2 Stunden oder so. Und jetzt fängt es aber an zu pissen. So, geil. Habe jetzt hier alles lackiert. Habe jetzt hier sogar noch die Tür und den Kotflügel mitgemacht. Ja, Heckklappe ein bisschen hier. Ich sag mal so, ich muss ja eh neu lackieren, vermutlich alles. Also, wenn es jetzt pisst, ich denke nicht, dass der Lack dann auch noch gut aussieht. Richtig behindert, wirklich. Es war eigentlich übelst geiles Wetter heute gemeldet. Und nichts so. Und deswegen dachte ich, oh, mach's auf jeden Fall heute noch. Weil es morgen pissen sollte und jetzt pisst es aber einfach heute. Ja, geil. Kann man jetzt auch nichts machen, ne? Pech gehabt. Kann man nur hoffen, dass der Lack sich deswegen jetzt nicht komplett in den Arsch macht. Aber es wird halt auch nicht weniger. Es fängt jetzt richtig an zu schiffen. Das Wetter zieht richtig zu jetzt. Schöne Katastrophe. Ja, ich melde mich. So, Freunde, ich habe jetzt soweit alles vorbereitet für die Motorraumlackierung. Habe jetzt hier noch den Kabelbaum so ein bisschen zur Seite genommen, dass der uns beim Lackieren nicht stört. Wir werden auf jeden Fall die kleine Pistole verwenden. Habe ich so jetzt noch nie benutzt, aber ich denke mal, ja, wird schon funktionieren. Weil wir ja noch so Kleinigkeiten machen und hier kommt man halt schön so in diese ganzen Engräume rein. So. Sprich, wir ja, machen es uns damit ein bisschen einfacher. Vielleicht schraube ich mal eben noch das Steuerteil ab, damit wir auch wirklich den Kabelbaum hier noch ein Stück nach oben bekommen und dann schön hier in diese Ritzen lackieren können. Genau. Und ja, in dem Bereich hier müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Also hier ist halt der Scheibenwischermotor. Den will ich eigentlich nicht mit lackieren, aber ich habe auch keine Lust, den auszubauen. Das ist echt ganz schöner Aufwand. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich denke mal, so schlimm ist es nicht. Das kann ich mir noch ein bisschen zur Seite nehmen, ein bisschen hier unten rein lackieren und das sollte schon insgesamt dann ganz gut sein. Hier ein kleines Problem festgestellt, und zwar, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt hatte, aber hier war auf jeden Fall vom Lenkgetriebe diese Manschette völlig zerrissen, defekt, und genau, wir werden uns jetzt auf die Suche begeben nach einem Ersatz. Ich habe das jetzt Ganze hier schon mal abgemacht. Wie man das abmacht, ist relativ einfach, wenn man das richtige Werkzeug hat. So, nur mit dem Schraubenschlüssel kriegt man das nicht hin. Moment, ich muss mal einstecken, ich ziehe mal aus der Tasche raus. So schaut das aus. Das ist quasi hier ein Abzieher. Brauchen wir noch einen Schlüssel. Den kann man dann einfach so hier drauf stecken. Zack. Und festziehen. Das geht ziemlich schwer, aber irgendwann nachher knallt es dann. Dann hat sich dieser Konus hier die Selbsthemmung gelöst und dann ja, hat man es runter. Ich suche mal, ob ich einen Ersatz finde und dann bauen wir den ein. So, als erstes schrauben wir diese Motorwelle runter. Das habe ich jetzt mal gemacht. Das geht eigentlich relativ einfach. Muss man einfach ja, ein bisschen mit Kraft oder immer dagegen kloppen gegen die Ratsche. Und dann kommt das runter.
Jetzt müssen wir uns das, ja, im Idealfall verfährt man sich so, dass die Manschette außen, also dass das hier ganz rauskommt. Ist jetzt hier ein bisschen schwierig in dem Fall, weil hier keine Lenkstange oder irgendwas dran ist. Normalerweise könnt ihr es einfach machen. Ist aber auch egal, geht doch so. Jetzt brauchen wir unseren Abzieher. Den setzen wir einfach hier drauf. Ja, natürlich aufschrauben ein bisschen, dass der auch schön hier drauf kommt. So, und jetzt kann man den anziehen. Ah, falsche Schlüssel, so. Und dann, ja, einfach immer weiter drehen, bis es irgendwann knallt. Das kann echt schwer gehen irgendwann. Aber keine Panik, irgendwann muss es kommen. Ich stelle mir mal kurz die Kerne hier ab. Halt, ich habe da ein scheiß Bild. So, jetzt müsst ihr das sehen. Es geht natürlich, hier ist ein Kacke, wenn das nicht eingebaut ist, weil man hier das immer so gegenhalten muss. Ja, und das passiert dann so ruckartig. Es knallt einmal kräftig, dann ist es auseinander. Zack, die Manschette müssten wir uns eigentlich einfach abziehen können. Hier. Und ja, jetzt hole ich mir noch Fett, schmiere das hier alles wieder ordentlich ein, weil das schon nicht mehr so super hier aussieht. Und dann kommt die neue Manschette drauf. Schrauben wir das wieder zusammen und dann wäre das fertig. So, ich habe das Ganze jetzt mal hier ordentlich abgeschmiert und müssen wir bloß mal gucken, ob wir das jetzt hier drauf gewandelt bekommen. Ja, prinzipiell jetzt halt drüber. Mal gucken, ob wir die Räder noch, die sind glaube ich schon, ja, die sind maximal eingelegt. Das ein Stück zurückkurbeln, sonst kriegt man es nicht drauf. Ich will bloß nicht, dass das ganze Fett dann hier. Ja, das sollte reichen. Zack, hier drauf. Hier muss es drüber. Zack, und dann wäre es schon richtig drauf. Jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung lenken und das zusammenfädeln. Ich war es die richtige, war die richtige, ja. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken. Ja, jetzt habe ich unter Spannung gesetzt jetzt. So, der Motorraum wäre soweit fertig. Habe es alles wieder reingebaut. Sieht insgesamt, denke ich mal, relativ clean aus. Ist natürlich jetzt nicht perfekt. Hier, das muss ich noch wieder zurück rein. Hier, sehe ich gerade. Aber, nee, insgesamt kann man es, denke ich mal, schon so. Kann man es, denke ich mal, schon so. Sich kann sich schon sehen lassen, so. Genau. Ist an sich relativ, ja, relativ schick geworden. Alles.